بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wir sind noch im Kapitel الرجاء والخوف Hoffnung und Furcht. Die Hoffnung haben wir abgeschlossen. Die Furcht hatten wir ein bisschen angesprochen gehabt. Wir hatten die Funktion der Furcht erwähnt, die verschiedenen Arten der Furcht bzw. die verschiedenen gefürchteten Dinge. Und heute geht es mit einem fortführenden Kapitel weiter, und zwar die Vorzüglichkeit der Furcht und der Hoffnung. Also die Frage, was ist vortrefflicher für den Einzelnen, für das Individuum? Die Furcht eher oder die Hoffnung? Wir können uns das vorstellen wie eine Waagschale. Schon mal diese Waagschalen bestimmt gesehen mit den zwei Schälchen, ne? Sollten diese im Gleichgewicht sein oder sollte eines davon schwerer sein? Sollte die Furcht beispielsweise schwerer sein oder umgekehrt? Oder sollten die beide im Gleichgewicht stehen? Das ist die Frage, die er in diesem Kapitel hier behandelt. Es mag sich vielleicht komisch anhören, das Gleichgewicht oder diese unterschiedliche Auslebung von diesen zwei Charakteristika, weil ich habe ja schon mal gesagt, Liebe, Furcht, Abscheu, diese Dinge kann man nicht steuern, kontrollieren. Oder? Habe ich mehrmals gesagt. Da gibt es keine Pegel, die du einstellen kannst. Also ist diese Frage nicht von Grund aus überflüssig? Ist das nicht eine belanglose Frage? Nicht unbedingt, weil wir hatten gesagt, man kann sie zwar nicht steuern, aber man kann schauen, dass man die Verursacher dieser Eigenschaften, die Ursachen dieser Eigenschaften, die kannst du steuern. Darüber hast du eine Kontrolle. Also wenn ich beispielsweise sage, du sollst mehr Furcht haben als Hoffnung, das kannst du, wie gesagt, nicht einfach im Handumdrehen einstellen. Damit ist gemeint, du sollst schauen, dass die Ursachen der Furcht, die Auslöser der Furcht, dass du dein Auge mehr auf sie richtest, dass du danach strebst oder umgekehrt halt. Das ist damit gemeint. Vor eingangs erwähnt der Imam hier, was meinen wir denn mit der Vorzüglichkeit oder woran macht man die Vorzüglichkeit einer Sache fest? Er sagt, die Vorzüglichkeit einer Sache entspricht oder ist von ihrer Effizienz abhängig. Die Vorzüglichkeit einer Sache ist von ihrer Effizienz abhängig. Also wie effektiv und effizient ist diese Sache? Davon machen wir das abhängig. Wir meinen natürlich hier nicht die Effizienz im Sinne von finanzieller Stärke oder materieller Stärke. Es geht hier um was anderes. Die Effizienz hier ist, was bringt dich näher und schneller an dein Ziel? Was verwirklicht deine Glückseligkeit? Was bringt dich näher zu Allah Ta'ala? Davon machen wir die Vorzüglichkeit abhängig. Allah Ta'ala sagt in diesem Bezug über die Furcht, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ. Und wer die Stellung seines Herrn fürchtet, oder wer den Rang seines Herrn fürchtet, für den gibt es zwei Paradiesgärten. Dieses Wort Maqam kann zwei Bedeutungen haben. Also diesen Vers können wir auf zweierlei Wege verstehen. Al-Maqam kann sich auf Allah Ta'ala beziehen. Dann bedeutet das die Stellung seines Herrn, den Rang seines Herrn. Wer den Rang seines Herrn fürchtet, also wer seine Erhabenheit, seine Glorie fürchtet, für den gibt es zwei Paradiesgärten. Das kann aber auch heißen, Maqam, wer sein Stehen vor dem Herrn fürchtet, also wer das Stehen, also das bezieht sich dann auf dich, wer das Stehen vor seinem Herrn fürchtet, für den gibt es zwei Paradiesgärten. Ebenfalls erwähnt Allah Ta'ala, dass die Furcht eine Ursache, also dass Allah, das Fürchten Allahs ist eine Ursache für seine Zufriedenheit, wie er sagt, radiyallahu anhum wa radu an, dhalika liman khashiya rabbah. Sie sind mit Allah als Herrn zufrieden und er ist mit ihnen zufrieden. Und für wen gilt das?
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Das steht zu dem, der seinen Herrn fürchtet, der ihn achtet. Al-Khashiyah ist nämlich eine Furcht, die von Achtung begleitet wird. Habe ich schon mal erwähnt, wenn ihr euch erinnert. Hat euch schon mal gesagt, das werden wir auch noch mal heute klären. Es gibt das Wort Al-Khauf, das Wort Al-Khashiyah. Furcht und Ehrfurcht. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Furcht und Ehrfurcht. Furcht kann auch entstehen mit Jahl. Du kannst Dinge fürchten wegen deiner Unwissenheit. Beispielsweise jemand fürchtet sich vor einer Truhe. Der hat Angst vor einer Truhe, eine Kiste, der fürchtet sich, sie aufzumachen, weil er denkt, da drin ist vielleicht etwas, was ihm schaden kann. Oder er hat Angst, dass da drin vielleicht etwas ist, wovor er sich eigentlich fürchtet. Das ist eine Furcht basierend auf Jahl. Richtig? Das nennt man Khauf. Al-Khashiyah ist die Furcht nicht wegen deiner Schwäche. Diese Furcht mit der Truhe ist, das ist eine Form der Schwäche. Aber die Khashiyah ist eine Furcht nicht, weil du deine Schwäche anerkennst, sondern weil du die Überlegenheit deines Gegenübers anerkennst. Versteht ihr? Und deswegen verbindet Allah Ta'ala die Khashiyah mit dem Ilm. Die Khashiyah wird mit dem Ilm verbunden. Daher sagt Allah Ta'ala, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Vor Allah hat Khashiyah nur, haben die Khashiyah nur die Ulama, die Wissenden. Die Khashiyah ist diese Ehrfurcht. Jedenfalls, das sind zwei Verse aus dem Koran. Es gibt natürlich noch mehr. Die Sunna ist auch, also man findet da auch in Hülle und Fülle Texte, die um die Furcht handeln. In manchen Büchern der Sunna gibt es sogar Kapitel bei Kitab al-Khawf, Kitab al-Raja, mit dem Riyad al-Salihin ganz am Anfang ein empfehlenswertes Buch zu lesen. Viele verschiedene Kapitel gibt es dort. Und das Buch beinhaltet nur Hadith, also da ist nichts zu befürchten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der aber ja, nicht ganz frei ist von Mängeln, nicht inhaltlich, sondern im Sinne des Isnad, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, إذا قشعر جلد العبد من مخافة الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجر اليابسة ورقها. Wenn es dem Diener vor Furcht Allah schaudert, wenn es ihm schaudert vor Furcht Allah Ta'ala, fallen seine Sünden von ihm ab, die ausgetrockneten Blätter von einem Baum sich lösen. In einem Hadith, der mindestens Hasan ist, sagte der Prophet, dass Allah Ta'ala sagt, das ist ein Hadith Qudsi, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي, bei meiner Glorie und Herrlichkeit, لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ, bei meiner Glorie und Herrlichkeit, ich werde über meinen Diener nicht zweimal Angst und Sicherheit versammeln. Zweimal Angst und Sicherheit. Also er wird nicht zweimal sicher sein und nicht zweimal Furcht haben. Wie geht das? Was ist damit gemeint? Habt ihr eine Ahnung? Wenn er sicher in Dunya ist, wird er in der Akhira Furcht haben und umgekehrt. So, das erklärt er nämlich dann auch. Er sagt, فَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِي الْأَخِرَةِ. Wenn er sich vor mir in der Dunya sicher fühlt, werde ich ihn in der Akhira fürchten lassen. Und fürchtet er sich vor mir in der Dunya, werde ich ihn in der Akhira Sicherheit spüren lassen. Na, ebenfalls in Hadith von Ibn Abbas sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Ainani la tamassuhuma an-naru abadan. Zwei Augen werden niemals vom Feuer betroffen sein. Ainun bakat min khashyatillah, ein Auge, das aus Ehrfurcht vor Allah getränt hat. Und zweitens, ainun batat tahrusu fi sabilillah, ein Auge, das wach war, das wach geblieben ist in der Hirasa. Ein Hirasa ist, wie nennt man die Hirasa? In der Bewachung.
ein Auge, das wach geblieben ist in der Bewachung auf dem Weg Allah Ta'ala, wenn ein Muslim bewacht hat oder so. Ja. Dann kommen wir zu der Eingangsfrage, was ist vortrefflicher, die Furcht oder die Hoffnung? Was von diesen beiden ist vortrefflicher? Man kann diese Frage gar nicht so beantworten. Oder man kann vielleicht sagen, diese Frage ist, das ist eine paradoxe Frage. Das ist eine paradoxe Frage. Wisst ihr, was paradoxe Fragen sind? Naja, jedenfalls, das ist, teilweise kann man das als eine paradoxe Frage betrachten, denn das ist ähnlich, wie wenn man sagen würde, was ist denn vortrefflicher, Brot oder Wasser? Brot oder Wasser? Du kannst weder sagen, das Brot ist vortrefflicher, noch Wasser. Brot ist vortrefflicher für den, der Hunger verspürt, und Wasser für den, der durstig ist. Richtig? Und genauso ist es mit der Furcht und der Hoffnung. Furcht und Hoffnung, das sind zwei Formen der Medizin. Beides ist Medizin für den Menschen. Der Gebrauch davon ist abhängig von seinem Zustand, von seinem individuellen Zustand. Ist jemand eher getäuscht und verblendet, lebt er in Verblendung und Täuschung, sodass er einen stärkeren Hang und kleinere Hemmungen hat, die Hemmschwelle bei ihm, die Sünden zu begehen, ist geringer, dann ist natürlich die Furcht für ihn effizienter. Ist es aber umgekehrt, jemand ist verzweifelt, willenslos, dann ist für ihn die Hoffnung besser. Also das ist aus dieser Warte betrachtet, kann man das sagen. Aus einer anderen Warte betrachtet kann man aber sagen, dass die Hoffnung besser ist. Unabhängig vom Zustand des einzelnen Menschen. Warum? Der Ursprung der Hoffnung ist die Barmherzigkeit Allah Ta'alas, oder? Richtig? Und Ursprung der Furcht ist der Zorn Allahs. Welche Eigenschaft ist vortrefflicher? Die Barmherzigkeit. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala sagt, in Allah kataba fi kitabin fa huwa indahu. Allah Ta'ala hat in einer Schrift niedergeschrieben, festgehalten, die bei ihm ist, inna rahmati ghalabat ghadabi, meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn. Tayyib. Wenn man sich dann nun die Frage stellt, gut, wir haben jetzt zwei Situationen genannt. Einmal Menschen, die verzweifelt sind, willenslos sind, nur passiv vor sich hin vegetieren, diese bräuchten Hoffnung. Andere, die verblendet und getäuscht sind, diese brauchen Furcht. Wie sieht es dann aus mit jemandem, der in einem Gleichgewicht lebt? Also seine Zustände sind akzeptabel. Oder das nennen wir ihn den Al-Muttaqi, jemand, der die Taqwa auslebt. Wie sollte das bei ihm der Fall sein? Bei ihm, sagen sie, sollte ein Gleichgewicht bestehen. Also die Waagschale ist ganz gerade, waagerecht. Dann stellt sich aber die Frage, oder vorher ein Beispiel, das er hier erwähnt, das habe ich im letzten Dars vor der Unterbrechung erwähnt gehabt, dieses Beispiel. Einige der Salaf sagten, wenn man ausrufen würde, am Tage der Auferstehung, wenn man ausrufen würde, soll jeder, alle sollen in das Paradies eintreten, bis auf einen einzigen, dann würde ich denken, ich bin es nicht. Alle Menschen gehen rein und ich bin es nicht. Was ist das? Furcht. Aber extrem Furcht. Weißt du, warum diese Furcht extrem ist? Weil meistens, wenn das Unglück geringer ist, also wenn die Möglichkeit gering ist, dass du von einem Unglück getroffen wirst, und die sozusagen die sicheren oder die Geretteten viel größer in der Anzahl sind, meistens zählt man sich dann automatisch. Wohin zählt man sich meistens mit? Ich sagte mir beispielsweise,
Beispielsweise, du läufst über eine Brücke und gewöhnlich stürzen von dieser Brücke von 1000 einer. Wirst du denken, wirst du diese Vermutung hegen, dass du derjenige bist, der stürzen wird? Eigentlich nicht. Meistens geht man davon aus, die meisten schaffen es, ich werde es auch schaffen. Oder? Umgekehrt, eine Brücke, von bei der, sagen wir mal, 800 stürzen und 200 kommen rüber. Da wird man zweimal nachdenken, bevor man rüberläuft. Richtig? Weil einfach die Zahl der zugrunde gehenden so groß ist. Deswegen ist das eine extreme Form der Furcht, wenn man sagt, wenn alle Menschen, wenn man sagen würde, alle gehen ins Paradies außer eine Person, dann würde ich denken, dass ich das bin. Aber jetzt guck mal umgekehrt, das ist das Gleichgewicht. Er sagt, wenn man ausrufen würde, alle gehen in die Hölle außer einer, dann würde ich denken, ich bin's. Versteht ihr? Das ist wieder ein extremes Maß an Hoffnung. Und das ist das Gleichgewicht, das er hier erwähnt. Ja. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie kann es sein, dass es, ja, kann man diese, oder anders ausgedrückt, wenn jemand die Taqwa erfüllt, er lebt die Taqwa aus, sollte eigentlich nicht seine Hoffnung größer sein, er lebt sie ja aus. Grundsätzlich vergeht er auch nichts. Er befindet sich im Rahmen des Legitimen, erfüllt seine Aufgaben, enthält sich von den Verboten. Warum sollte seine Hoffnung denn nicht höher sein? Warum dieses Gleichgewicht? Ganz einfach, weil der Mu'min sich über die Korrektheit seiner Taten nicht gewiss ist. Er ist sich nicht gewiss darüber, dass seine Taten akzeptabel sind, auch wenn er das erwünscht. Und er ist sich nicht gewiss darüber, dass sie fehlerfrei sind, dass sie auf der Art stattgefunden haben, wie sie von ihm gefordert wurden. Und er gibt dafür ein Beispiel. Er sagt, dieses Beispiel haben wir auch schon mal gehabt, wie Saatgut. Der Iman, das hatten wir gesagt, ist die Saatgut, richtig? Und das Herz, haben wir gesagt, ist der Boden, in dem man dieses Saatgut sät. So, es ist wie, wenn er Saat in ein nicht erprobte Saat in diesem Boden sät. Er wird nicht wissen, ob sie dort gedeihen wird oder nicht. Und er kennt auch nicht die Faktoren, die diese Saat auf diesem Boden beeinträchtigen können. Und im Herzen sind das die schlechten Charakteristika des Menschen, der Nifaq, Verdorbenheit des Herzens, schlechte Eigenschaften des Menschen und so weiter. Aber, und deswegen wird überliefert, dass Umar ibn al-Khattab pflegte Hudhaifa ibn al-Yaman. Hudhaifa ibn al-Yaman wird Sahib Sirri Rasulillah genannt, der Hüter der Geheimnisse des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, weil er ihm gewisse Geheimnisse mitgeteilt hat, die er anderen vorenthalten hat, die aber nicht mit der Scharia zu tun haben. Also mit Befehlen und Verboten, sowas darf man nicht vorenthalten. Das ist nämlich Verschweigung der Offenbarung. Offenbarung, die jeden Einzelnen betrifft. Er pflegte den Propheten Hudhaifa zu fragen, hat mich der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter den Munafiqun genannt? Und er sagte dann, Hudhaifa sagte, la wa la uzakki ba'daka ahadan. Nein, und nach dir werde ich niemanden für lauter erklären oder geläutert erklären. Hier stellt sich aber eine Frage, wie kann es sein, dass Umar diese Frage stellt, wo doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam er gehört doch zu diesen sogenannten 10, denen das Paradies versprochen wurde. Warum nennt man sie eigentlich 10, obwohl das mehr sind? Warum nennt man sie 10? Ja, ja, weil sie in einem Text alle hintereinander erwähnt worden sind, nicht weil es keine anderen betrifft. Warum? Wie kann er diese Frage stellen, wenn der Prophet ihm oder den Menschen allgemein mitgeteilt hat, wie die Stellung Umars bei Allah Ta'ala ist?
Glaubt ihr nicht an den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Hä? Das geht natürlich nicht. Aber diese Frage beinhaltet das oder kann das suggerieren. Nein, das ist ganz einfach. Man kann sagen, er hat nicht um den großen Nifaq gefragt. Er hat nicht über den Nifaq al-I'tiqadi gefragt, den Nifaq in der Aqida, sondern um den Nifaq al-Amali, den Nifaq in den Handlungen, wie in dem bekannten Hadith, da wurden drei Eigenschaften, einmal erwähnt, einmal vier. Wenn er spricht, lügt er. Wenn er streitet, wird er vulgär. So was vulgär heißt, wenn er unverschämt wird im Sprechen, schimpft und so weiter. Und wenn ihm etwas anvertraut wird, dann veruntreut er es. Das sind Formen des Nifaq al-Amali. Nifaq in den Handlungen, da hat nichts mit der Aqida zu tun. Nichts mit dem Glauben zu tun. Dadurch wird man nicht zum großen Munafiq, der den Islam verlässt. Aber grundsätzlich haben einige diesen Bericht in Frage gestellt. Ist nicht in den Sahihain und auch nicht in den Al-Kutub al-Sitta. Was aber bei ihm, er sagt dann, wir haben also jetzt hier drei Situationen genannt. Drei Situationen. Die vierte Situation ist der Tod. Wenn der Tod anrückt und die ersten Anzeichen für den Tod auftreten. Er sagt, in diesem Moment sollte man seine Hoffnungen, die Hoffnung schwerer sein lassen als die Furcht. Denn wir haben ja am Anfang dieses Kapitels gesagt, die Furcht ist nur ein Mittel. Die Furcht ist ein Mittel, mit dem der Mensch dazu bewegt werden soll, zu tun. Wenn er aber im Sterben liegt, gibt es nichts mehr zu tun. Daher sollte er die Furcht verringern, die Hoffnung steigen lassen, denn die Hoffnung, die führt dazu, dass unter anderem, dass sie macht dir das Treffen mit Allah Ta'ala lieber und angenehmer. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keiner von euch soll sterben, außer mit guten Erwartungen und Hoffnungen auf seinen Herrn. Das ist das Kapitel gewesen. Anschließend spricht er über die Mittel, mit denen man die Furcht erlangen kann. Mittel und Wege, mit denen man als Individuum diese Furcht gewinnen kann oder sie mehren kann. Zuallererst muss man wissen, dass die Furcht des Menschen, das habe ich vor kurzem gesagt, wir wollen jetzt mal ein bisschen näher darauf zurückkommen, als ich über den Khauf und die Khashya gesprochen habe. Man kann sagen, es gibt zwei Ursachen der Furcht beim Menschen. Einmal, das nennen wir einfach ja eine übernommene Furcht. Furcht, die man einfach übernimmt. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Und das betrifft auch die Furcht auf Allah Ta'ala zu, hat zwei Stufen. Die eine davon ist höher als die andere. Wenn ein Kind im Haus ist und es sieht eine Schlange vor sich rumbewegen, dieses Kind hat eine Schlange noch nie gesehen. Und er weiß auch nicht, dass die Schlange etwas Gefürchtetes ist. Ihr seht das vielleicht bei Kleinkindern, dass die meistens vor Sachen nicht abschrecken, vor denen erwachsene Menschen abschrecken, oder? Beispielsweise, wenn der Ofen warm ist, oder das Feuer. Ein Kind, das noch nicht weiß, dass dieses Feuer gefährlich sein kann, wird sich durchaus nicht hüten, seine Hand ins Feuer zu legen, richtig? Wenn er aber sieht, wie die Erwachsenen um ihn herum, wenn sie ein Theater machen, wenn sie schreien, wenn sie wegrennen, der wird mitmachen. Das ist übernommene Angst. Wenn er sieht, dass sein Vater vor dieser Schlange zurückrückt und dass er schockiert ist oder er, wie gesagt, ein Theater da macht und schreit und um sich herumschlägt oder Sachen auf die Schlange wirft und die Leute rausschickt aus dem Zimmer, das Kind wird auch
anfangen, es wird lernen, die Schlange zu fürchten. Das ist aber, er weiß aber nicht warum, das ist einfach übernommene Angst. Taqlid. Richtig? Das ist Taqlid. Diese Form der Furcht, das ist die niedere Furcht. Und genauso ist es auch mit der Furcht bei Allah Ta'ala. Die viele Menschen fürchten, haben eine Furcht vor Allah Ta'ala, mal die Furcht vor dem Feuer so beiseite gelassen, die Furcht vor seiner Strafe. Jeder, der Iman hat, jeder, der ein Minimum an Glauben hat, an die Wiedervergeltung, an die Hölle und das Paradies, der wird ein Minimum an Furcht verspüren. Das geht gar nicht anders, wenn er Überzeugung hat. Die Furcht ist da. Die Furcht entsteht durch diese Überzeugung. Und diese Furcht kann dann zunehmen, entsprechend der Intensivität dieser Überzeugung. Ist die Überzeugung intensiv, hat das zur Folge, dass die Furcht auch intensiver wird. Ist diese Überzeugung schwach, wird die Furcht auch schwächer. Oder diese Überzeugung ist eigentlich grundlegend nicht schwach, aber er ist abgelenkt. Sie ist sozusagen von einem Vorhang bedeckt. Dieser Vorhang sind die ganzen ablenkenden Handlungen, in denen er verwickelt ist. Die Raffler. Aber dieser Iman kann auch Taqlid sein. Kann auch einfach übernommener Glaube sein. Autoritätsglauben sein. Wie es bei den meisten Muslimen der Fall ist. Und das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt. Und zwar, dass diese übernommenen Glaubenseinstellungen meistens schwach sind. Übernommener Glauben oder Autoritätsglauben ist meistens schwach. Er ist meistens schwach. Außer in 3 oder 4 Situationen kann er auch wachsen und gedeihen. Unter anderem, wenn die Ursache dieses Glaubens, dieses übernommenen Glaubens immer präsent ist. Die Ursache dieses Glaubens ist immer da, die fördert diesen Glauben. Ich gebe ein Beispiel. Jemand wächst in einer Gesellschaft auf, in der dieser Glauben da ist. Okay? Und diese Gesellschaft ist die Ursache für seinen Iman. Solange er in diesem Aquarium ist, ist sein Glaube gestützt, und weil die Ursache des Glaubens ist immer präsent und diese Ursache treibt ihn immer wieder hoch oder lässt ihn auf einem Level sein. Nimm diesen Menschen aus diesem Aquarium raus, aus dieser Gesellschaft, und lege ihn woanders hin. Wie zum Beispiel Menschen, die aus einer islamischen Gesellschaft kommen. Ihr Glauben ist nicht Überzeugung. Ich meine eine Überzeugung nicht, dass sie zweifeln oder so, weil das ist dann kein Iman. Ich meine aber, es ist nicht durch Selbsterkenntnis entstanden. Und leg ihn dann jetzt in eine andere Gesellschaft hin, wo dieser nicht mehr da ist oder die Ursache seines Imans nicht mehr da ist, er wird automatisch schwächer werden. Er wird schwächer werden. Bei ihm. Zweitens, also die zweite Ursache oder das zweite Mittel, diesen Autoritätsglauben oder übernommenen Glauben zu stärken, ist das vielfache Praktizieren und Ausleben dieses Imans durch Handlungen des Gehorsams und das sich Enthalten von den Verboten. Das kann auch dazu führen, dass dieser Autoritätsglauben oder übernommene Glauben trotz seiner ursprünglichen Schwäche zunimmt. Er erwähnt hier einige Texte, die über die Furcht handeln. Er sagt, eines der seltsamsten Texte im Koran ist ein Vers, der offensichtlich über die Hoffnung handelt. Wenn du ihn dir offensichtlich betrachtest, der erste Schein ist, dass es ein Text ist, der Hoffnung in dir verbreiten soll. Aber wenn man genau hinschaut, er sagt, es ist ein extrem erschreckender Text. Ein extrem
erschreckender Text. Das ist die Aussage Allah Ta'alas, wa inni la ghaffarun, wa inni la ghaffar. Wisst ihr, was ghaffar bedeutet? Der oft Verzeihende, immer wieder Verzeihende, oder es drückt einfach eine Intensivität des Verzeihens aus, dass er nicht nur kleine Dinge verzeiht, auch große Dinge verzeiht und immer wieder verzeiht. Das ist eine Steigerungsform. Es gibt in der arabischen Sprache eine Regel, die sagt, Ziyadatul Mabna tadullu ala Ziyadatul Ma'na. Jedes Mal, wenn ein Wort ausgeweitet wird, ja, und wenn das Wort vergrößert und ausgeweitet wird, nimmt auch die Intensivität seiner Bedeutung oder seinen Umfang nimmt zu. Das ist wie zum Beispiel, wenn ich sage Shakir und Shakur. Oder Hamida und Hamada. Hamidallah, Hamadallah. Jemand Hamadallah, daher der Name Muhammad. Jemand, der intensiv und viel Allah Ta'alas lobt und preist, gedenkt. Im Gegensatz zu Hamidallah. Tayyib, hier sagt Allah Ta'ala, wa inni la ghaffar. Eine Eigenschaft, die Hoffnung verbreitet, oder? Oder nicht? Aber er sagt, dann kommt dieser Teil, wo er sagt, der eigentlich erschreckend ist, weil er sehr schwer ist. Er ist schwer. Wa inni la ghaffar liman taba. Die erste Bedingung, die Taube. Ich bin also viel vergebend für die, die reumütig sind. Wa aman, den Iman verwirklicht. Wa amila salihan, fromm handelt. Und dann kommt der Abschluss. Thumma ihtada. Und dann im Ganzen rechtgeleitet ist. Und dann im Ganzen betrachtet rechtgeleitet ist. Oder auch der Vers, ein erschreckender Vers eigentlich. Die Surah Al-Asr. Die Surah Al-Asr ist auch eigentlich eine furchteinflößende Surah. Warum? Weil Allah Ta'ala hierin festmacht und festhält, dass die Menschen im Grunde im Verlust sind oder sich auf dem Weg zum großen Verlust sind. Er sagt, Wal-Asr, innal insan, lafi khusr. Und das Interessante ist, das ist wirklich ein interessanter Punkt, dass Allah Ta'ala den Verlust des Menschen erwähnt und vorher über die Zeit schwört. Er erwähnt den Verlust des Menschen, aber bevor er das erwähnt, schwört er bei der Zeit. Wal-Asr. Al-Asr ist die Zeit. Bei der Zeit. Ist offensichtlich der Kontext, oder nicht? Der Verlust des Menschen. Wo ist der Kontext zwischen der Zeit und dem Verlieren des Menschen? Innal insana lafi khusr. Der Mensch ist am Verlieren. Oder er ist im Verlust. Er ist am Verlieren. Wo findet denn das Verlieren statt? In deiner Zeit. Aus deiner Zeit gewinnst du. Aus deiner Zeit schöpfst du deinen Gewinn. Oder deinen Verlust. Innal insana lafi khusr. Der Mensch ist im Verlust, am Verlieren. Außer, jetzt kommen Leute, werden Leute ausgenommen. Diese sind nicht am Verlieren, sondern am Gewinnen. Und wer sind diese Leute? Da werden vier Eigenschaften erwähnt. Illa alladhina amanu, außer jenen, die den Iman verwirklicht haben. Außer jenen, die den Iman verwirklicht haben. Wa amilu salihat, die das Fromme tun, fromm handeln. Und die sich gegenseitig zum Guten aufrufen. Die sich gegenseitig das Rechte gebieten und die sich gegenseitig zur Geduld anheuern. Das sind die vier Handlungen. Sind die da, ist man nicht mehr im Verlust. Na. Dann erwähnt er, dass eine andere Perspektive der Furcht, wir haben ja gesagt, die Furcht vor der Pein, die Furcht vor Allah Ta'ala selbst. Und dann gibt es die Furcht vor der sogenannten Su'ul Khatima. Die Furcht vor dem schlechten, unlöblichen Abgang
aus dieser Welt, der unlöbliche Abschied aus dieser Welt, die Su'ul Khatima genannt. Das ist wie im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt wird, das bringt diese Sache auf den Stand, auf den Punkt. Er sagte, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Er sagte, und es ist durchaus möglich, oder es passiert durchaus, dass einer von euch die Handlungen der Paradiesbewohner tut. Bis zwischen ihm und seinem Tod nur noch eine Armspanne ist. Nur noch eine Armspanne. Dann übertrifft ihn das Buch, also das, was ihm Allah, in Allahs Wissen stand, wie er sein wird. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. Dann wirkt er wie die Leute des Feuers, also handelt danach. فَيَدْخُلُ النَّارِ. Und tritt in die Hölle ein. Das nennt man Su'ul Khatima. Wisst ihr, was interessant ist aber? Es ist nicht so spektakulär. Der Gegensatz des Hadiths ist nicht unbedingt sehr spektakulär für die Menschen. Der Gegensatz des Hadiths ist nämlich die umgekehrte Situation. Kehrt die Situation um. Was ergibt sich daraus? Ein Mensch handelt sein ganzes Leben lang übel, stiftet Verderben auf der Erde. Und am Ende, kurz vor seinem Abschied, verändert er sich. Und das wird ihm auch entlohnt. Er wird dafür entlohnt mit dem Paradies. Das ist nicht so spektakulär für die Menschen wie der erste Fall. Aber das ist eine interessante Frage, wie so etwas stattfinden kann. Wie kann das sein, dass jemand sein ganzes Leben rechtgemäß lebt und am Ende auf einmal so einen Abknicker macht? Das ist eine Frage, die man sich fragen stellen sollte. Und er sagt hier, dass die Su'ul Khatima nicht einfach so aus heiterem Himmel kommt. Die kommt nicht einfach aus heiterem Himmel, mal so Pech gehabt sozusagen. Das ist nicht so. Für die Su'ul Khatima ist der Mensch als einzelnes Wesen selbstverantwortlich. Und zwar durch tiefe Krankheiten, die er mit sich trägt. Ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Virus, den man mit sich trägt. Da gibt es auch diese Inkubationszeit oder so, ne? Nennt man so, oder? Habt ihr das Wort gehört oder noch nie? Manche Erreger brauchen Zeiten, bis sich die ersten Symptome der Krankheit zeigen. Manchmal gibt es Erreger, die brauchen Jahre. Du kannst sie jahrelang mit dir tragen, du wirst nichts haben und irgendwann auf einmal kommt eine Entfaltung. Und er sagt auch hier, genauso ist es in diesem Fall, der Mensch trägt mit sich Viren. Es kann sein, dass sie sich erst am Ende deines Lebens entfalten und dann zu der Su'ul Khatima führen. Diese Viren sind die Bid'ah in der Aqida. Diese Viren können Hochmut sein, Kibr. Diese Viren können der Hasad sein, der Neid. Können Nifaq sein, Heuchelei, die man in sich trägt. Und derartige Sachen, die sich dann am Ende entfalten und dazu führen können. Deswegen hatten die Salaf unheimliche Angst vor dem Nifaq. Unheimliche Angst vor dem Nifaq. Aufgrund der Ausgänge, die er nehmen kann. Deswegen sagte Abu Darda, radiallahu anhu, er sagte, ma ahadun amina ala imanihi, ma ahadun amina ala imanihi an yuslabahu inda al-maut illa suliba. Er sagte, es gibt niemanden, der sich sicher davor fühlt, dass sein Iman weggenommen wird beim Tod, außer er wird ihm weggenommen. Deswegen auch Sufyan, Rahimahullah,
Ich glaube, es war Sufyan ibn Uyayna oder Al-Thawri, ich weiß nicht. Es gibt zwei Sufyan unter den Salaf. Sufyan ibn Uyayna und Sufyan Al-Thawri. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Einer von beiden lag am Sterbebett und hat geweint. Und da sagte einer der Anwesenden, ich nehme an, du hast viele Sünden begangen. Also deswegen meinst du im Sterbebett. Er sagte, er hat etwas in der Nähe von sich gehabt, ein kleines Körnchen oder so, und hat das geworfen und hat gesagt, meine Sünden, die ich in meinem Leben begangen habe, entsprechen der Menge dieser Sache hier. Aber er fürchtet den üblen Abgang aus der Welt. In den letzten Momenten, die letzten Momente sind nämlich die entscheidenden Momente für dich. Na, jedenfalls die Surah Khatima, darüber sprechen wir inshallah im nächsten Dars weiter. Machen wir Schluss. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.